Mein Name ist Matthias Münzberg, ich arbeite in der BG-Klinik in Frankfurt, bin dort der medizinische Geschäftsführer und darf auch in Solomia in dem Projekt das Trauma, den Traumateil verantworten. Das, was wir wissen und auch vielleicht aus meiner Reise mit dem Gesundheitsminister nach Lviv, wissen wir, dass natürlich gerade das Fachpersonal, also sowohl aus Pflege, aber auch natürlich die Ärzte, deutlich minimiert sind. Wir haben heute erfahren, irgendwas zwischen 8 und 50% weniger. Das ist natürlich für so ein System, was dringend die medizinische Versorgung auch braucht, ein deutlicher Einschnitt. Je näher man natürlich auch an solche Kriegsgebiete kommt, umso mehr, umso schwieriger ist natürlich auch die Versorgung. Das sind limitierte Ressourcen, teilweise fällt das Licht aus. Guter Freund von uns, Herr Konstantin, der jetzt gerade in Charkiw ist, operiert gerade heute Nacht ohne Licht, ohne alles, nur mit einer Stirnlampe. Indem man eine gute Struktur hat, indem man Netzwerke hat und natürlich auch nachfragt, was braucht das System? Und die Ukraine hatte ja ein Gesundheitssystem gehabt, was auch etabliert ist. Ich glaube, irgendwas aufzustülpen, zu sagen, wir haben das beste Gesundheitssystem, ist der falsche Weg. Aber mit den Kollegen zusammen und Kollegen in der Ukraine das aufzubauen, das ist das Richtige. Und es muss halt langfristig aufgebaut werden, es muss stark aufgebaut werden und es muss den Dingen, die wir dort brauchen, auch gerecht werden. Ein extrem wichtiges, weil es natürlich die Erfahrung seit über vielen Jahren hat in verschiedenen Ländern und natürlich jetzt auch die letzte Zeit ganz, ganz viele Verbindungen auch in der Ukraine schon hat, gesammelt hat und auch ausgebaut hat. Und das kann ich jetzt nur von denen auch, in denen wir auch uns irgendwo befinden, sagen, diese persönlichen Verbindungen, dieses persönlichen Austausch, das ist das, was es ausmacht. Und diese Erfahrungen sind unschätzbar. Ich würde zwei sogar erzählen. Das erste ist, dass wir über 50 Verbrennungsexperten aus der Ukraine bei uns in den BG-Kliniken hatten. Und zwar in allen 7 BG-Kliniken, die sich mit Verbrennung intensiv behandeln. Und dieser Austausch, auch der danach noch entstanden ist, und es ist nicht nur die WhatsApp-Gruppen, sondern vielmehr auch der freundschaftliche Austausch und auch das, wo man dann nachher die Bilder kriegt, schau mal, so habe ich es behandelt, das hat mir sehr viel gebracht. Also diese Verbindung, das ist für mich enorm, muss ich sagen. Das macht nicht nur Spaß, sondern da merkt man auch, was Freundschaft bedeutet und was Netzwerk bedeutet. Das Zweite sind gerade Fortbildungen, die wir ad hoc organisiert haben. Wie gesagt, man muss sich da vorstellen, dass teilweise kein Strom ist. Das heißt, das läuft natürlich viel über Teams oder sonstige Verbindungen. Und am Anfang waren es vielleicht nur 50 und es hat sich so schnell rumgesprochen. Und jetzt haben wir alle 2 Wochen, Donnerstag morgens, immer diese Online-Fortbildung mit Roundings. Und da sind so viele Menschen mittlerweile dabei. Und dieser Austausch, der danach entsteht, diese Diskussionen, das ist das, wo man sagt, jetzt weißt du, warum es machst und warum man auch so viel helfen kann.